Ganz falsch. Alles klar. So, wir können loslegen. Ich freue mich total. Ja. Deswegen war ich auch jetzt schon gerade ein bisschen aufgeregt. Freue mich auch, dass wir das zum ersten Mal ganz live übertragen, dass wir live Publikum dabei haben. So, so viel es denn geht. Genau. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind, denn wir hatten ja schon öfters CSD-Veranstaltungen oder Pride-Veranstaltungen in Aachen. Es ist, soweit ich mich erinnern kann, noch nie vorgekommen, dass ein Oberbürgermeister mitgemacht hat. Sie sind die Erste. Herzlich willkommen, Sibylle Kolb. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind. Vielleicht nochmal, damit auch die, die jetzt live zuschauen, die vielleicht weiter weg sind, die ihren Wahlkampf und ihren Amtsantritt nicht mitbekommen haben, vielleicht können Sie über sich noch so zwei, drei Facts erzählen, damit wir so ein bisschen Ihren Lebenslauf nachvollziehen können. Aber kurz. Ja, ja, also ich bin knapp vor den Sweet 60 und habe zwei erwachsene Söhne. Bin Diplompädagogin, habe in Trier studiert, bin vor 35 Jahren nach Aachen gekommen und habe mich hier verliebt und wollte dann nicht mehr weg. Habe 25 Jahre die Bleiberger Fabrik geleitet, ein Kultur- und Bildungszentrum, und dann ereilte mich der Ruf als Oberbürgermeisterin. Also es war nicht mein Lebensplan, Oberbürgermeisterin zu werden, sondern ja, meine Aktivitäten in der Stadt, das Vernetzen, das Zusammenbringen von verschiedenen Gruppen, das ist wohl auffällig gewesen. Daraufhin haben die Grünen mich eingeladen, ihre Oberbürgermeisterkandidatin zu sein. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ja, das ist doch super. Dann kannst du noch größer das machen, was du bis jetzt gemacht hast. Nämlich für diese Stadt Menschen zusammenbringen und für diese Stadt was nach vorne zu bringen. Und das hat, glaube ich, viele Menschen überzeugt, die mich gewählt haben. Und seit dem 1. November bin ich die erste Oberbürgermeisterin von Aachen nach 256 Männern. Ich glaube, das wurde auch mal Zeit, also wenn ich das jetzt persönlich und unpolitisch und so sagen darf, auf jeden Fall. Sweet 60 ist ein gutes Stichwort. Sind Sie so ein bisschen vom Geist der 60er beseelt? Das ist wichtig für die Fragen nach. Nein, da war ich zu spät. Okay. Aber natürlich, ich bin eher so ein Kind der Friedensbewegung, Frauenbewegung, 80er. Da habe ich so meine politischen Ideen, mein politisches Engagement, das Feuer für Politik entdeckt. Mhm. Und auch sehr viel gekämpft. Also ich war in Bonn auf der Hofgartenwiese dabei. Das war ein Wahnsinnsveranstaltung mit 100.000 Menschen, die plötzlich auf die Straße gegangen sind für Frieden und Gerechtigkeit, für die Gleichberechtigung von Frauen. Und das ist so meine politische Wurzel, die profitiert natürlich von den 60ern. Ja, also weil da hat alles angefangen und wir sind so quasi die Babyboomer, die es dann so weitergetragen haben. Und meine Generation, das sind im Grunde diejenigen, die jetzt auch viel in politischer Verantwortung sind, nach den 40-Jährigen, die ja jetzt so nachkommen, das ist die nächste Generation, aber von mir gibt es ganz viele in der Politik, habe ich festgestellt. Aha. Also was ich ganz spannend fand in Ihrem Lebenslauf war so, Sie haben einerseits auch mal fürs Bistum was, glaube ich, gearbeitet im Kinderschutzbereich, Sie haben aber auch natürlich im Theater gearbeitet. Da denkt man jetzt auf den ersten Blick, okay, das sind sehr unterschiedliche Richtungen. Wo würden Sie sagen, ist so der gemeinsame Nenner, der Sie da durchgebracht hat? Oder sagen Sie, nö, die Unterschiedlichkeit hat mich angezogen? Also Theater gespielt habe ich ja immer in meiner Freizeit, also habe aber das natürlich auch in die kulturelle Bildung mitgenommen. Also man hat das immer für die Kultur, für die Kreativität geschlagen. Und vor allem, und da ist die Verbindung auch ein Stück weit für Kinder und Jugendliche, ich habe auch mal Kindertheater gemacht. Und im Grunde bin ich immer mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt gewesen, nachher dann in der Weiterbildung für Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also das ist eigentlich der rote Faden durch mein Leben. In der Jugendarbeit angefangen, dann viel für Kinder und Jugendliche gemacht und letztlich das Amt der Oberbürgermeisterin ist auch ein Auftrag für die nachfolgende Generation. Ja, das sollte eigentlich mal dazugehören. Kontakt ist aber das nächste Stichwort, das ich aufnehme. Wie sieht es mit der queeren Community aus? Hatten Sie da auch schon Kontakte schon länger oder ist das eher neu für Sie? Wie sieht es damit aus? Also wenn ich auf meine Jugendarbeit zurückgucke, hat es schon sehr lange gedauert, bis das so angekommen ist und bis da sich junge Menschen auch geoutet haben. Ich glaube, das war so Mitte der 2000er, also 2010, 12, 15. Also es hat sehr lange gedauert, bis da auch so der Raum war, sich zu zeigen und offen damit umzugehen, obwohl wir ja eigentlich ein Rahmen sind, der sehr offen ist. In der kulturellen Bildung wird viel über Körperlichkeit gearbeitet. Das ist eine sehr diverse Arbeit. Aber zu sagen, ich bin lesbisch, ich bin homosexuell, ich bin transgender,
Das ist erst in den letzten Jahren so auch in die Öffentlichkeit meiner Arbeit gekommen. An sich war ich immer schon offen für Diversität, für Vielfalt und das gehört in meinem Leben ganz selbstverständlich dazu. Okay. Wenn Sie jetzt beschreiben müssten, also auch wenn Sie jetzt noch nicht so viel oder intensiven Kontakt mit der Community hatten, was würden Sie sagen, zeichnet die aus oder hebt sie von anderen Communities ab? Weil sie natürlich auch eine gewisse solitäre Stellung in der Gesellschaft haben. Es ist ein Thema, was herausragt, was auch kontrovers diskutiert wird. Also im konservativen Lager ist es natürlich nicht so einfach, mit dem Thema queer auch zu landen, obwohl inzwischen ja auch durch homosexuelle Politiker, PolitikerInnen das Thema auch in die Öffentlichkeit gekommen ist. Das ist ganz wesentlich, dass das auch ein Teil des öffentlichen Lebens ist. Die Community, also wir sind ja hier bei Knutschfleck, habe ich in meinem Amt schon gestreift, als die Vorlage bei mir durchgelaufen ist, dass die Förderung angestiegen ist. Das hat mich sehr gefreut. Ja, auch. Und also mein Kontakt ist eher im Alltag mit Menschen, die diverse sexuelle Orientierungen haben. Mit der Community als heterosexuelle Frau war ich jetzt nicht so eng verbunden. Aber es gibt natürlich ganz viele Menschen, mit denen ich aus der Community alltäglich zu tun habe. Ja, also was ich ja immer finde, ist, dass unsere Community auch verschiedene Gruppen übergreifen kann. Ja. Also während, weiß ich nicht, sowas wie Hautfarbe oder Geschlecht oder sowas, das, oder auch Religionszugehörigkeit, Nationalität, auch das kann bei uns alles unter einen Deckel kommen. Deswegen greifen wir irgendwie eine Gruppe aus der anderen Richtung. Also das finde ich schon. Und das wäre auch mein nächstes, denn Sie haben es eben schon gesagt, Vielfalt, Aachens Motto war ja mal sprudelnde Vielfalt. Diversity ist jetzt das moderne Schlagwort. Es gibt aber auch Queer Diversity Management. In Dortmund ist es, glaube ich, so, dass es direkt beim Oberbürgermeisteramt angesiedelt ist. Also gibt es eine Spezialabteilung, die ist nur dafür da. Wie sehen Sie das? Ist das was man sich vorstellen kann? Also Sie müssen jetzt nicht, wir werden Sie nicht darauf festnageln, aber es wäre schon interessant, einfach mal zu hören, ja, habe ich schon mal gehört, finde ich gut oder finde ich nicht so gut, wie sieht es aus? Sie werden staunen, wir haben eine Stelle eingerichtet für Diversity, als Diversity-Beauftragte im Rahmen der Gleichstellung. Das Gleichstellungsbüro gehört auch zu meinem Dezernat, also ist ganz nah bei mir. Und dort ist jetzt eine Stelle zusätzlich eingerichtet worden, die genau diesen Bereich abdecken soll. Ich habe gestern noch mit unserer Gleichstellungsbeauftragten gesprochen, die sagte, leider haben wir keinen Mann gefunden für das Thema. Das ist jetzt ein reines Frauenteam, aber das ist explizit gewünscht, dass wir genau das Thema Diversity dort auch besetzen und breiter aufmachen und von der Gleichstellung von Mann und Frau auch wirklich die Gleichstellung aller sexuellen Orientierungen, Geschlechter in den Blick nehmen und auch, das ist mir ganz wichtig, auch noch das Thema Antidiskriminierung auch dort verorten. Ich glaube, da können wir noch mehr leisten, also dass wir das Thema auch noch mehr in die Verwaltung bringen. Also die Aufmerksamkeit für Altersdiskriminierung in allen Bereichen, sei es Geschlecht, Hautfarbe, was auch immer. Und das verbindet, also da sind viele Themen, die eng zusammenhängen und die brauchen auch eine stärkere Unterstützung. Von daher ist es wichtig, das bei der Oberbürgermeisterin anzusiedeln. Das ist eine sogenannte Stabsaufgabe, eine Chefing-Sache, sagen wir jetzt immer. Und da wollen wir jetzt aber auch nochmal Strukturen aufbauen, damit das Thema einmal in die Verwaltung auch geht und zum anderen aber auch in den politischen Ausschüssen nochmal mehr Raum bekommt, dass bei den politischen Entscheidungen dieses Thema auch immer mitläuft, genauso wie das Thema Klima ein wichtiger Abwägungsgrund ist oder der erste ist das Thema, ist diese Entscheidung divers, berücksichtigt sie alle unterschiedlichen Gesinnungen, Herkünfte und so weiter. Das ist, glaube ich, da können wir noch mehr machen. Aber das haben wir auch auf der Agenda. Aber das glaube ich auch, das ist ja schon eine ziemliche Mammutaufgabe, wenn sich eine Person um das komplette Thema Diversity kümmern muss. Also ich muss selber sagen, ich hatte auch schon mit zwei Büros für Gleichstellung zu tun. Und es hieß immer, nein, das ist nicht unser Belang, es geht nicht um Männer und Frauen. Wo ich dann auch sagte, ja, wo gehe ich dann hin? Ja, wissen wir auch nicht. Und das ist schon sehr verletzend, das glaube ich auch. Wenn jetzt aber eine Person sich um alle Diversity-Anliegen kümmern muss, dann wäre unsere Frage natürlich so, naja,
Also wo steht dann Queer auf der Agenda? Aber das wird wahrscheinlich die Zeit auch zeigen. Ne? Naja, es sind zwei Gleichstellungsbeauftragte und ein Diversity-Beauftragter. Das ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Das stimmt, aber eigentlich wäre dann nur diese eine Diversity-Beauftragte Person für uns da. Und die muss sich um Nationalitäten, Religionen, Hautfarben, Geschlecht ist dann vielleicht eher der diverse Anteil, der dann da liegt. Also das ist schon viel. Ja, wobei, sie ist ja nicht alleine, also, sondern Verwaltung ist ja, wir haben 5600 Mitarbeitende, das ist ein kleiner Großkonzern. Und das Thema Integration, wie gehen wir mit unterschiedlichen Religionen, Herkünften um, ist auch in einer Abteilung verortet. Also das ist ja die Aufgabe der Gleichstellung. Und das müssen wir dann im Namen auch irgendwann abbilden, ist ja quasi als Stabsstelle in die Verwaltung reinzuwirken und das Thema dort weiterzutragen. Also das fände ich auch viel zu kurz gegriffen, zu sagen, da muss ich jetzt eine Person drum kümmern, sondern die ist quasi, die trägt das Thema, die trägt die Verantwortung, dass das Thema weitergeht und dann geht es auch in die Struktur. Was ich übrigens auch sehr, das kann ich vielleicht mal anmerken, was ich sehr gut fand, ist, dass unter Ihnen dann auch direkt eine klare Dienstanweisung kam. Wie ist das mit Gendern in offiziellen Schreiben und so? Also das ist keine Dienstanweisung. Sagen wir so, es ist ein klarer Hinweis, würde ich sagen. Also uns wurde es ja vermittelt, dass es so, ne, da haltet ihr euch jetzt bitte dran. Ja, und das habe ich auch so klar formuliert, dass das ausdrücklich gewünscht wird. Ja. Und wir sind jetzt in der Erprobungsphase, aber das wird auch eben genau, ist das jetzt eine Dienstanweisung oder nicht, wird das auch sehr intensiv diskutiert. Also wir wissen das, ne? 65% der Menschen finden das Gender-Sternchen nicht gut. Und von daher heißt es auch dafür zu kämpfen, aber ich will das auch nicht verordnen. Es muss gelebt werden. Das ist ja nicht nur das Sternchen, was wir machen, sondern die Idee, die dahinter ist, die muss ja transportiert werden. Und von daher setzen wir auf die Einladung, auf die verbindliche Einladung und ich korrigiere auch jede Vorlage, wo das nicht gemacht wird. Aber das ist auch noch ein weiter Weg für eine Verwaltung, also weil das ist ja auch ein sehr diverses Universum. Aber das ist ja eigentlich ein netter Mechanismus, dass Sie sagen, okay, ich will die Leute mitnehmen, ich will denen das nicht so oktroyieren, das wird jetzt nicht von oben mit der Keule, sondern ich möchte, dass ihr das alle mitlebt. Was für Mechanismen und auch was für Ziele gibt es denn noch für die Diversity-Beauftragte, die Sie jetzt haben? Also, oder ist es noch zu früh? Ist ja jetzt gerade erst eingeführt, ne? Also ich würde das jetzt auch nicht vorgeben, weil das muss natürlich die Person mit dem Team auch selbst entwickeln. Aber es geht natürlich darum, mit einer Person, mit einer Personalstelle das Thema auch zu markieren auf jeden Fall und da zu gucken, wo können wir eben dazu beitragen, dass Verwaltung diverser ist, dass wir aufmerksamer sind, was Diskriminierung angeht. Darum geht es ja vor allem, das hat Auswirkungen auf die Bewerbungsverfahren. Wir haben zum Beispiel beim Pressegespräch, wo wir die Pride-Flagge am Rathaus gehisst haben, nochmal den Hinweis bekommen, dass wir in der Einladung der Presse nicht ordentlich gegendert haben, sondern nur Männer und Frauen angesprochen haben. Also das ist ja ein Prozess, wo wir immer wieder lernen und dazu lade ich ein, da auch offen zu sein, also einmal auch Kritik zu üben, aber auch mit offenen Augen und Ohren ins Leben der Verwaltung zu gehen und sich da auch gegenseitig solidarisch zu supporten und zu unterstützen. Ja, vielleicht auch ein bisschen Verständnis zeigen, dass jeder Fehler nicht unbedingt böse und absichtlich ist, sondern wir müssen alle noch dran wachsen und müssen dann halt auf Fehler hingewiesen werden, aber nur dann können wir sie ändern. Aber das heißt nicht, dass wir sie willentlich und bewusst gesetzt haben. Fehlerfreundlichkeit ist eine große Herausforderung für Verwaltung, aber auch da schaffen wir eine andere Kultur und das ist mir, also das hätte ich nicht gedacht, dass die Kultur in den politischen Gremien so männlich ist. Ja. Also gerade, ich war ja im Kulturbereich und wo alles sehr, also da gibt es eigentlich viel mehr Frauen als Männer, aber in Leitungspositionen auch wieder einige Männer, aber in den Vorstandsetagen leben wir noch in einer reinen Männerwelt. Und alleine dadurch, dass ich dort auch als zum Beispiel Aufsichtsratsvorsitzende unseres Energiekonzerns, der EVA, also der Strabag, der ASEAG, das ist schon der zweite Konzern, für den ich verantwortlich bin, das ist ein Männerclub und die Kultur, die dort herrscht, ist noch männlich geprägt. Also von daher ändert sich alleine durch meine Person schon viel, indem ich Wert darauf lege, dass wir da eine verbindende, kommunikative Kultur, die nicht so am Status und Macht orientiert ist, sondern an der Sache fördern und leben. Und da verändert sich schon vieles an vielen kleinen Stellen dieser Verwaltung.
Also es klingt ja so, als wäre das nicht nur alles Herausforderungen und Probleme, sondern es sind ja auch sehr viele Chancen, höre ich da jetzt. Also wenn Sie jetzt eine Chance mal so absetzen können, also mal sagen können, was ist so die große Chance, die Sie sehen? Man wackelt. Es gibt eine Frage aus dem Publikum. Aus dem Publikum gibt es eine Frage, wow. Einmal von Raumbild. Was für konkrete Maßnahmen, um Diskriminierung zu vermeiden, können Sie sich vorstellen? Wie genau lässt sich Alltagsdiskriminierung in Aachen vermeiden? Ja, ich glaube, da wie viel Zeit haben wären wir noch ein bisschen zu bekommen. Aber vielleicht picken wir da auch mal so zumindest zwei, drei Krachermaßnahmen, von denen Sie sagen würden, ich glaube und habe tiefe Hoffnung, dass diese Maßnahme hilft. Kann man da eine rauspicken oder zwei? Nee, leider nicht. Also ich habe eine Idee von dem, was wir machen könnten. Aber das ist auch eine Teamaufgabe, die wir jetzt auch mit der neuen Person, die dort ist, entwickeln müssen. Es gibt Ideen, die wir schon im Vorfeld entwickelt haben, ob wir einen Antidiskriminierungsbeirat gründen, wo wir Menschen zusammenbringen aus verschiedenen Communities, die eben da auch die Expertise und den Blick haben und die Repräsentanz für bestimmte Themen, und dass wir mit diesem Beirat in die Verwaltung reingucken, in die Ausschüsse gucken, Vertreter, VertreterInnen in die Ausschüsse schicken. Das ist eine Idee, wie man strukturell das Thema fassen kann. Also das ist ja die Frage, wie kriegen wir das strukturell durchdrungen, sodass die Aufmerksamkeit für Diskriminierung überall gegeben ist. Ja. Dann gibt es natürlich Maßnahmen, aber also was mir auch aufgefallen ist letzte Woche, dass in der Verwaltung es noch keine diversen Toilettenschilder gibt. Ist banal, aber ist gesetzlich vorgeschrieben. Von daher, das ist auch eine Frage, dann wirft man mir Mikromanagement vor an der Stelle. Aber das sind kleine Maßnahmen, wo sich auch zeigt, wie offen ist eine Verwaltung. In unseren Ausschreibungen schreiben wir divers aus. In den Personalverfahren sind wir da offen. Aber das sind ja die vielen, die kleinen Dinge. Also wie an der Toilette zum Beispiel, dass eben Transgender-Menschen keine Toilette haben, wo sie hingehen können. Das ist eine Maßnahme, die ich auch nach dem Gespräch letzte Woche auch nochmal angestoßen in unser Gebäudemanagement geben will, um da entsprechend andere Lösungen anzubieten. Ja. Ich komme auf Teilaspekte von diesem Punkt später noch zurück, aber ich glaube, wir hatten noch jetzt... Nein, haben wir nicht. Nee, gut, da kann ich ja direkt weiterlegen. Ich glaube, das ist ja das Problem. Also wir haben gerade über Transpersonen gesprochen, auch über diverse Personen und gerade im Vorgespräch auch schon mal erwähnt, naja, es ist schwierig, sich zu outen. Das ist immer ein schwieriger Schritt. Und das ist ja auch einer der Punkte, warum wir dieses Jahr gesagt haben, wir wollen nicht ganz auf den CSD verzichten. Wir machen wenigstens dieses Interviewprogramm. Und uns geht es um Sichtbarkeit. Ne? Also deswegen auch hier vorne an der Straße und so. Sichtbarkeit wird jetzt gerade aktuell super diskutiert, von wegen wir beleuchten das Olympiastadion und so. Was wären denn so Punkte, wo Sie sich mehr Sichtbarkeit vorstellen können? Ich finde, die Toiletten ist tatsächlich ein guter Punkt, weil man das dann auch direkt sieht. Ne? Jeder muss irgendwann mal die Person sehen, dann die Toilette sehen, dieses Transgender-Zeichen oder dieses Unisex-Zeichen und sagen dann, ja, okay, habe ich wahrgenommen. Aber was gibt's noch? Ja, also ein wichtiges Zeichen ist natürlich, dass wir die Beflaggung jetzt im Pride-Monat am Rathaus und an den Bezirksämtern hissen. Das ist ein Wunsch, der über viele, viele Jahre immer wieder in der Politik kommuniziert wurde. Die BezirksschülerInnenvertretung hat das mitgetragen. Ja. Und jetzt war die Zeit reif, dass auch der Rat dann die Entscheidung einstimmig fällt. Einstimmig bis auf die nicht-demokratischen Parteien. Das ist auch wirklich, das ist zwar nur eine Fahne, aber es ist, wenn jedes Mal, wenn ich morgens ins Rathaus komme, freue ich mich. Ich bin jetzt ein bisschen befremdet, was diese ganze Diskussion rund um den Fußball angeht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Schaukampf, Symbolkampf, der nicht so vertieft ist. Also habe ich mich noch mit meinen Söhnen unterhalten, die auch sagen, was soll das? Jetzt sage ich, ja, ich finde es auch, auf der einen Seite ist es gut, dass es jetzt auch im Fußball ankommt, weil das Thema im Fußball ja auch immer so unter der Decke vibrierte. Aber ich glaube, den Menschen, die das jetzt so stark nach vorne ist, gar nicht bewusst, worum geht es eigentlich? Was steckt hinter der Idee? Welche Formen von Diskriminierung sind da eigentlich gemeint? Genau. Es ist gut, auch ein Zeichen gegen Ungarn zu setzen. Das war ja der Auslöser. Es ist super, dass wir die Pride-Flagge genau in dem Moment am Rathaus gehisst hat. Besser hätte man es kommunikationsstrategisch nicht positionieren können. Und da muss man, also ich denke, das ist wichtig, dass wir da Flagge zeigen, dass wir sensibel sind. Das Gender-Sternchen, das ist auch eine Maßnahme, die
da schon viel Wirkung auch erzielt. Wir haben da viel Öffentlichkeit mit erreicht als Verwaltung, also weil es nicht selbstverständlich ist, dass Verwaltung das macht. Es gibt einige Verwaltungen, aber eben nicht alle. Von daher wird das auch aufmerksam wahrgenommen und die Menschen stolpern ja darüber. Also ja. Sie sehen das und fragen sich, was soll das? Also entweder sehr kritisch oder freuen sich, super, hier hat man eben den Blick für das Dazwischen. Nämlich, das sind, glaube ich, es ist wichtig im Alltag, das zu durchdringen. Also mit Dingen, die immer wieder bemerkbar sind und dann auch dazu führen, dass das Thema in der Breite der Gesellschaft auch ankommt. Genau. Also und einlädt, das, was wir eben haben, sich auch zu zeigen. Und die Toleranz, die wir den diversesten Gruppen in der Gesellschaft zusprechen, dass die Menschen sich diese auch nehmen, dass sie sich die Freiheiten nehmen, dass wir diese Stärke der Diversität auch stärker kommunizieren. Also das ist auch so ein Kulturwechsel, zu sagen, ne, divers ist stark. Das ist nicht irgendwie uneinig, divers ist stark und ist eine große solidarische Bewegung. Das ist ein Potenzial, ja. Genau. Also was ich mitnehme, es gibt natürlich immer den Vorwurf, ja, im Pride-Monat machen es alle. Also da gibt es auch ganz viele Firmen, die dann immer Pride-Produkte rausbringen. Aber das ist nur ein Monat im Jahr. Es gibt ja auch so Dinge, das wird in anderen Städten auch gemacht, Zebrastreifen in Regenbogenfarben, ja. Bänke und so. Das ist alles sichtbar. Aber was ich jetzt gerade mitnehme aus dem Gespräch, und das möchte ich nur mal rausstellen, weil ich das sehr erfreulich finde, ist, dass Sie auch wirklich sagen, es geht mir nicht darum, jetzt einfach nur irgendwas anzupinseln, sondern es geht mir darum, dass die Idee dahinter lebt. Also dass auch klar ist, warum und dass die Kommunikation dazu stimmt. Einen Punkt würde ich aber noch selber ansprechen. Vielleicht an der Stelle muss ich einen kleinen Werbeblock für die Stadt an. Wir sind hier beim Knutschfleck. Deswegen ist es wichtig, dass eine Stadt, ein e.V. wie den Knutschfleck, der eben viel in der Bildung macht, in dem Alltag eben macht. Wir haben ganz viele Studierende hier in Aachen, ganz viele junge Menschen, dass es da auch Anlaufpunkte gibt, und zwar unterjährig. Das ist ja das, wo wir als Stadt subsidiär unterstützen, und das ist ja eigentlich unsere originäre Aufgabe, da, wo zivilgesellschaftliches Engagement da ist, das dann entsprechend öffentlich zu fördern und die Menschen, den Menschen die Ressourcen zur Verfügung stellen, die im Thema drin sind, die darin stark sind, die da die Expertise haben. Was ich jetzt noch ansprechen wollte, war zum Beispiel die Internetseite der Stadt Aachen. Also mir ging es so, als ich zum Beispiel nach einem Ort zum Heiraten geguckt habe, nur Heteropärchen. Also auf ganz vielen Bildern, wenn Menschen da sind, sind es eigentlich nur Heteropärchen, ich würde auch sagen Cis-Pärchen. Also das wäre nur, das gebe ich einfach jetzt mal mit. Ja, super. Ich habe gestern, ich habe ja jeden Freitag, haben wir Hochzeitstag im Rathaus. Und gestern, wenn ich dann raus und rein marschiere, dann komme ich schon an dem einen oder anderen Paar vorbei. Und das ist mir wirklich so, das ist so typisch. Also und kam rein, sah eine junge Frau mit Blumen und hat gesagt, ah, herzlichen Glückwunsch. Und dann waren die zwei Herren, die davor schon sagen, nein, wir sind's. Und dann sage ich, wie toll ist das denn? Herzlichen Glückwunsch. Und ich hatte vorher gerade ein kleines Video zum Pride-Monat aufgenommen, um über die Fahne nochmal zu sprechen. Aber das zeigt nochmal, wie eng unser Fokus auch ist. Ne? Wir sehen die Blumen, wir sehen die Frau und dann ist das das Brautpaar. Und sie hatte aber eigentlich ein Blumenkleid an und die zwei Herren hatten die Anzüge an. Die waren eigentlich eindeutig zuzuordnen, aber der Blick geht dann doch klassisch und da müssen wir halt, von daher nehme ich das gerne mit in die Seite des Standesamtes, habe ich diese Woche erfahren, ist neu gemacht worden, also die Internetpräsenz ist, und wenn das fehlt, dann nehmen wir das gerne mit rein. Ich finde, das ist ja das, genau der richtige Punkt. Wir müssen noch lernen, unsere eigenen Sehgewohnheiten zu durchbrechen, ja. Und das geht durch solche Symbole. Aber Sichtbarkeit bedeutet ja auch manchmal Gefahr. Das ist für uns aus der Community sehr, sehr wichtig. In manchen Städten, wie zum Beispiel Berlin, gibt es eine separate Statistik über homophob oder transphob motivierte Straftaten. Mhm. Das gibt es jetzt für Aachen nicht. Aber meine Frage wäre, wäre das eine Idee, dass man in Kooperation mit der Polizei sowas mal macht? Und, oder welche Mechanismen könnte man sich vorstellen, um auch die queere Community zu schützen? Mhm. Ist schwierig so ad hoc, ne? Aber ja, vor allem, weil also wir im Moment auch wirklich an vielen Stellen der Stadt Probleme haben, die Sicherheit für alle Menschen zu schützen. Wenn ich an den Kaiserplatz denke, wo Frauen konkret bedroht sind, sich fühlen. Aber das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, da genau hinzugucken, um das Bild auch differenzierter sich geben zu lassen. Und wir können auch da gerne, wenn es Anregungen gibt, unsere Statistikabteilung macht ja jeden Monat eine spezielle Auswertung der Statistik der Stadt Aachen. Also wenn es da Fragestellungen gibt, die für die Community
könnte man jetzt im Juni machen. Können wir ja nächsten Juni machen. Also überlegen Sie schon mal Fragen, also statistische Fragen an die Stadt, die wir dann nächstes Jahr im Juni dann speziell auch nochmal als Flankierung des Pride-Monats veröffentlichen. Das macht unsere Statistikabteilung jeden Monat. Ich habe da schon eine Projektbeschreibung auf der Pfanne, die schicke ich Ihnen. Sehr gut. Jetzt ein bisschen haben wir noch. Subkulturelle Strukturen, da geht es ja auch wieder um Sichtbarkeit. Würden Sie sagen, dass das in der heutigen Zeit noch notwendig ist? Also da gehören jetzt vor allem jetzt mal so Clubs, Cafés, Bars oder so für die Community dazu. Braucht man das noch oder nicht? Also müssen wir beantworten. Nee, ich möchte gerne mal Ihre Sichtgewohnheiten. Ne? Wir haben ja gesagt, wir müssen Sehgewohnheiten durchbrechen. Ich möchte mal einfach lernen, wie Sie das im Moment sehen. Also ich finde, im Bereich Clubkultur, Cafés kann Aachen noch mehr, viel mehr. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Politik sich entschieden hat, einen Nachtbürgermeister innen einzustellen. Er kommt auch zu mir ins Team Innenstadt. Wir haben so ein Sonderteam Innenstadt gegründet, wo wir das Teammanagement reinholen, wo wir die Nachtbürgermeisterin reinholen, wo wir die Kümmerin für den Bushof mit reinholen. Also wirklich so ein Innenstadtteam, und das könnte auch auf jeden Fall eine gute Aufgabe auch für diese Person sein, weil die soll sich um die Stärkung des Kultur-, also des Club-Kulturlebens kümmern. Auch nochmal vor allem, das gibt es ja in anderen Städten, das Modell, konkreter AnsprechpartnerInnen sein für Menschen aus den unterschiedlichen Communities, um eben auch zu hören, was fehlt hier noch. Wir wissen das von den Studierenden, die adressieren das in jedem Gespräch. Es gibt viel zu wenig junge Kultur, und dazu gehören auch Orte für Menschen aus der queeren Community, die denke ich auch mit Sicherheit können wir da mehr in Aachen machen. Ja, also tatsächlich gibt es auch innerhalb der Community Stimmen, die sagen, ach, am besten wäre doch, wenn wir das alles gar nicht mehr brauchen. Aber da kommen wir wieder zum Punkt Sichtbarkeit. Warum ist für uns Sichtbarkeit so wichtig? Es ist ab und zu mal wichtig zu sehen, es gibt noch andere wie mich. Und es gibt dann die Aussage, naja, ich kann ja in jeden Club, in jede Bar gehen, das kann ich, wenn ich mich hetero verhalte. Wenn Sie aber mal nicht sich hetero verhalten, dann wird das ganz schnell anders. Und ich glaube, fast alle aus der Community kennen das, diesen raschen Blick um uns herum, wenn ich einer Person einen Kuss geben möchte oder mal an die Hand halten möchte, so eine Absicherung. Ich glaube, das ist vielen Heteros zumindest fremd, diese Vorstellung. Ja. Aber ich höre daraus, Sie nehmen das als Ziel mit oder können sich das vorstellen? Ja. Wäre es auch ein Ziel zu sagen, wir machen Aachen dadurch für die Community einfach attraktiver? Auf jeden Fall. Also die Community gehört zu Aachen dazu. Also wir sind eine ganz junge Stadt. Wir haben 60.000, 70.000 Studierende. Wir haben andere Menschen, die jung sind, die in Aachen sind. Also sind fast 100.000 Menschen unter 28. Da gehört die Community dazu. Die gehört auch zu einem diversen Leben, wie wir das in Aachen haben, auch dazu. Und wir sind ja hier an der Kirche, und ich komme ja aus der kirchlichen Jugendarbeit. Auch das finde ich total wichtig, dass der BDKJ da die Flagge auch hisst und Kampagnen macht zur Sichtbarkeit. Also ich hatte gerade einen kleinen Film im Kopf, wo es auch darum geht, deutlich zu machen, Männer halten sich die Hand, Frauen küssen sich, um andere Bilder auch in die Öffentlichkeit zu geben. Und also mir ist immer wichtig, dass wir damit die gesellschaftlichen Bereiche durchdringen. Mhm. Weil diese Menschen, also wir sind es ja überall. Also das ist aber meine Außensicht. Deswegen ist mir auch wichtig zu hören, was brauchen Sie. Ja. Dass diese Menschen überall selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft sein können. Aber ich glaube, da sind wir auch noch lange nicht. Das ist immer noch nicht selbstverständlich. Richtig, das ist nämlich auch der Punkt, wo ich dann nochmal nachhaken würde. Wir haben vorher ja auch schon mal gesprochen, wie ist jetzt die korrekte Bezeichnung. Also viele von uns sagen gerne queer, weil das irgendwie alle möglichen umfasst. Ich sage immer dieses LSBTTIAQ+, dieser Zug ist immer zu kurz. Ja. Also es ist egal, wie viele Buchstaben Sie da dranhängen, Sie werden immer jemanden ausschließen. Ich habe jetzt zum Beispiel P vergessen für Pansexuelle. Und auch die sind Teil der Community und müssen irgendwie erfasst werden. Für mich ist der Begriff queer da ganz gut, weil das sich irgendwie besser in Sprache verpacken lässt. Der Nachteil, den ich daran sehe, ist, hinter LSBT und sowas steht Homosexualität, Bisexualität, Asexualität, Sexualität steckt drin. Und das ist häufig, was wir erleben, wenn es darum geht, um Integration und Sichtbarkeit. So, ja, denn es ist ja alles für Menschen. Nein, es sind spezielle Menschen. Und ja, es geht um das Thema Sexualität. Würden Sie sagen, dass
das Thema Sexualität im Moment Teil des gesellschaftlichen Diskurses ist und ist es schwierig? Das ist jetzt ein anderes Thema, aber das zeigt nochmal sehr deutlich, die hohe Zahl an sexualisierter Gewalt hängt ganz originär auch damit zusammen, dass wir nicht über Sexualität sprechen, dass wir Sexualität verstecken. Das ist genau das, wo sich Täter verstecken. Und das ist auch etwas, was entsprechend in diese Frage überleitet. Also wir sind eine Gesellschaft, die Sexualität an der Schlafzimmertür abgibt. Und von daher macht es das auch schwierig, über diese Themen zu sprechen. Und solange sie, wir sind hier vor einem kirchlichen Gebäude, solange sie wirklich tabuisiert werden, haben wir Gefahr, dass es einmal zu Gewalttaten kommt in dem Bereich, zu Übergriffen, zum anderen aber auch, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung ausgeschlossen werden, weil das für uns etwas ist, was nicht zu unserem Alltag gehört. Genau, also das ist gerade der Punkt, denn viele sagen dann, was ich eben meinte, so dieses, ja, das war ein Gewaltakt gegen Menschen und nicht, das war eine homophob oder transphob motivierte Gewalt hat und so. Und dadurch wird uns das immer so ein bisschen weggenommen. Und auch jetzt gerade für diese Interviewreihe kam es tatsächlich vor, dass Leute gelesen haben, was wir noch für Interviews machen wollen. Es sind auch Themen, die mit Sexualität zu tun haben. Und dann haben wir gesagt, nee, dann gehen wir nicht da rein. Also das ist für uns schon wichtig, dass auch das einfach Teil des Diskurses bleibt. Und ich sehe das ähnlich, dass dieses Totschweigen der Sexualität, das heißt auch oft, naja, was die Leute in ihrem Schlafzimmer machen, geht ja mich nichts an. Aber darum geht es ja nicht. Es ist ja schon sexualisiert, sage ich mal, wenn ich mit meinem Mann durch die Stadt gehe und seine Hand nehme, wenn ich ihm einen Kuss gebe und so, was für Heteros ganz normal ist. Und dann heißt es, mach das doch bitte zu Hause. Also das wäre auch so ein wichtiger Punkt. Aber ich sehe, da sind wir auf brauchen nur auf die Werbetafeln eines großen Radiosenders hier in der Stadt zu schauen, sexualisierte Werbung. Da ist Sexualität plötzlich wieder Sex Sales. Ja. Da wird es genutzt. Und aber wenn es darum geht, über Gefühle und Emotionen und Partnerschaft zu sprechen, dann gehört es nicht mehr hin. Und das finde ich, ist, solange es noch diese Aufteilung gibt, werden wir auch nicht zu einem natürlichen Umgang mit Sexualität kommen in der Gesellschaft. Und das ist auch nochmal aus meiner Geschichte heraus, aus der Kinder- und Jugendarbeit, absolut wichtig, dass wir auch Kindern und Jugendlichen ein normalen Umgang mit Sexualität vermitteln, sowohl in der Schule als auch in der Gesellschaft als auch im Elternhaus. Bin ich ganz bei. Also da gibt es ja das Projekt Knutschbeck, das sich eher an Jüngere richtet. Genau. Dann haben wir auch Schlau, die in Schulen reingehen und so. Wichtig ist ja, dass wir bei diesen Sachen zusammenarbeiten. Und Sie haben eben schon gesagt, Vernetzung ist so Ihr Ding. Ne? Also das ist, was Sie gerne machen. Aachen ist zum Beispiel auch, was Diversity angeht, vernetzt. 2008 wurde die Charta der Vielfalt unterschrieben. Steht auch eine Ansprechpartnerin drunter, www.aachen.de. Also das sind so, ne, ich gebe das nur mit. Es gibt ja auch noch zum Beispiel Rainbow Cities, was auch ein Netzwerk ist, wo jetzt zum Beispiel Heidelberg, Hannover drin sind. Die sagen, ja, wir möchten dieses Thema wirklich mit auf die Agenda nehmen. Wäre das so ein Sahnetörtchen, das Sie sich vorstellen können, oder... Das kann ich hier ganz diplomatisch sagen, es ist Aufgabe der Politik, das Thema weiter zu verfolgen. Ja. Was ich mir persönlich vorstellen kann, ist ja nicht das, was für die Stadt gut ist. Ich glaube, wir müssen schon auch gut aufpassen. Das ist auch so eine Reflexion, die wir gerade im Rathaus auch haben mit der Flagge draußen, dass wir die Menschen nicht verschrecken. Dass nicht plötzlich so der Eindruck entsteht, Aachen ist jetzt plötzlich eine ganz andere Stadt. Und die anderen Menschen, die bisher hier die Kultur der Stadt bestimmt haben, sind nicht mehr mit in dieser Gemeinschaft der Stadt. Ne? Also eine Stadt lebt durch alle Menschen, die hier sind, in ihrer Vielfalt, in ihrer Diversität. Und die Oberbürgermeisterin hat die große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle sich in dieser Stadt zu Hause fühlen. Und wir sind jetzt dabei, dass wir die Menschen mehr adressieren, die bisher nicht so adressiert sind. Das finde ich ist auch ganz wichtig, dass wir das tun. Aber dabei muss meine Verantwortung auch immer sein, zu gucken, schließen wir dadurch nicht andere aus, damit wir den Zusammenhalt nicht gefährden. Genau, sonst geht das ja in die andere Richtung. Genau, und dann polarisiert es sich wieder. Ne? Dann ist es so dann dreht sich das plötzlich ganz anders. Ne? Also von daher müssen wir uns auch Zeit nehmen, die Dinge auch in Diskurs zu bringen. Von daher sind diese Gespräche ganz wichtig, dass man das auch über die Community hinaus veröffentlicht. Und das finde ich klasse hier am öffentlichen Platz, das zu machen, in der Ansicht des offensichtlichen Publikums. Also so, dass es eine Öffentlichkeit auch bekommt und mit mir auch als Oberbürgermeisterin eine Öffentlichkeit bekommt. Nur so können wir auch
eingefahrene Verhaltensweisen, Sichtweisen nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt verändern. Ich finde, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, denn Sie sind ja als Oberbürgermeisterin nicht alleine und damit meine ich nicht Ihren Stab und die neuen Stellen, sondern wir seitens der Community müssen ja auch Dinge tun. Und ich stelle ja gerne die Wunschfrage, ne? Wir sind ja lösungsorientiert. Wenn Sie sich jetzt was von der Community wünschen könnten, was wäre das? Also damit wir gemeinsam an diesem gemeinsamen Ziel, also letztlich ist es ja ein Ziel, das Sie auch für uns einsetzen, aber es ist ein gemeinsames Ziel, habe ich gehört. Was würden Sie sich von uns wünschen? Ja, dass Sie uns wirklich aufmerksam machen. Wir haben ja schon einige Punkte, müssen wir noch schreiben. Ich habe hier für alle notieren können. Also solche Dinge, ne, mit der Ansprechpartnerin, ne, da muss eine Person hin. Mit den Bildern vom Standesamt, das sind so kleine Dinge. Also dass wir uns da bitte darauf hinweisen, weil jeder hat so seinen Kosmos und guckt da nicht so hin. Deswegen ist wichtig, dass wir uns da austauschen und auch ja, gerne in den politischen Raum das Thema auch geben, weil letztlich Politik solche Dinge wie Rainbow City adressiert und entscheidet, dass dort entsprechend die Politik auch mitgenommen wird. Das war ja ein einstimmiger Beschluss auch, was die Beflaggung angeht, dass wir da auch aufsetzen und entsprechend weiter Möglichkeiten geben, was den offiziellen Support der Community angeht. Ja. Heißt, wir müssen Gespräch, Hinweise und Aufmerksamkeit füreinander. Genau, und eine konstruktive Haltung. Also deswegen fand ich auch gerade den Hinweis gut mit der Diskriminierung. Also könnten wir auch uns dann schicken, ja, welche Diskriminierung gibt es. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben keinen CSD-Umzug, das ist richtig, aber wenn Sie jetzt mal einen CSD-Wagen gestalten können, wie sähe der aus? Wow. Das scheint ja toll aus. Ich habe gestern schon mal ein kleines Fahrrad gesehen, was ich ganz toll finde. Das war so ziemlich pink, metallic. Ja, wie sähe der aus? Sie können uns auch das Design nachreichen. Aber was er wäre auf jeden Fall, also er hätte sowas, eine Krone in der Mitte oder sowas. Also wäre groß, wäre hoch, also würde schon was darstellen. Eine Krone. Okay, wir nehmen das mal in den Etappen fürs nächste Jahr auf. Frau Kolpen, das war ein total charmantes Gespräch. Ich glaube, wir haben voneinander sehr viel gelernt. Ich bedanke mich nochmal dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier hingekommen sind. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und sage bis zum nächsten Mal.